Yo Leute, was geht? Euer iOS-Game wieder am Start mit einem MC4-Gameplay. Und ja, ich habe heute wieder kein richtiges Thema, wieder Smalltalk. Keine Ahnung, was jetzt schon. Ich glaube 5 oder 6, kein Plan, Alter. Interessiert mich auch nicht. ja, das Gameplay ist Legion, Herrschaft. Und ja, sonst habe ich eigentlich nichts mehr zum Gameplay zu sagen. Mit der ich zusammen gespielt habe, da haben wir uns halt zusammen geredet, wann wir spielen und wie und was. Und da sind wir halt, habe ich nicht viel Kills gekriegt, muss ich sagen. Aber ist auch wurscht, ich meine, ich bin jetzt nicht so einer, der was nur auf Kills geht, aber beim Gameplay ist sicher immer geil zuzuschauen, wenn man viel wegkriegt oder halt viel umbringt. Und auch wenn ihm es dann auch nicht übel, wenn's mal jetzt ein paar Kills geflaggt haben, ich meine, sei wohl auch noch einen guten Score haben. Und ja. Also ich habe jetzt ein paar mehr Themen zu ansprechen, also es ist halt wieder so Smalltalk-Runde. Also das erste ist einmal, ich will mich wirklich bedanken bei euch, 117 Abonnenten schon wieder. Es ist nicht lang her, wo ich die 100 erreicht habe und jetzt schon wieder 117, also es ist echt krass. Düssi Bess hat zu mir gesagt, was mit dir los, iOS Gamer, du kriegst so viele Abonnenten, ey. Und ja, ich muss wirklich sagen, ich find's echt geil, Alter. Letzten Tag oder gestern habe ich 4 Abonnenten dazu gekriegt, Leute. 4 Abonnenten. Normalerweise kriege ich 4 Abonnenten im Monat. Hey. Wenn, ja, manchmal vielleicht schon mehr, aber das ist echt krass. Mir kommt vor, seit ich die 100 erreicht habe, wird's immer leichter mit YouTube. Und ich finde es auch richtig geil, wenn ich jetzt mehr Abonnenten habe oder leichter krieg, weil es motiviert mich echt extrem. Wenn ich sehe, jeden Tag 9 Abonnenten. Und ja, kennen Sie das eigentlich, Leute? Oder die, was YouTuber sind, so wie der DüsiBS, da kennt man mal die kennt das einmal in die Kommentare schreiben. Kennst du das, wenn du ein Video hochgeladen hast und noch, keine Ahnung, wenn du das Video hochgeladen hast, 5 Minuten später gehst du schon aktualisieren, dann eine halbe Stunde später gehst du aktualisieren, eine Dreiviertelstunde, immer so ein Viertelstundentakt oder eine halbe Stundentakt, schaust immer eine, hast 9 Abonnenten, wie viele Likes hast, wie viele Aufrufe. Also ich muss sagen, YouTube macht die, wenn du aktiv bist, macht es dir eigentlich richtig süchtig davon, weil du einfach wissen willst, oh, habe ich schon mehr Abonnenten, habe ich schon mehr Aufrufe. Und ich finde nicht, dass das was Schlechtes ist. Ich finde es eigentlich, dass es, ja, geil kann man auch nicht sagen, aber ich finde es nicht schlecht, wenn man jetzt da immer wissen will, wie viel hat man da ist. Und das gehört dazu zu YouTube. Es ist eigentlich echt ein geiles Gefühl, wenn du siehst, ich muss reinschauen, habe ich was Likes, habe ich mehr Likes, habe ich mehr Kommentare und alles. Kann ich auf irgendeinen Kommentar antworten oder so. Und wenn da dann irgendwas immer ist, dann taugt mir immer, weil ich weiß, dass meine Abonnenten hinter mir stehen. Und ja, das ist einfach das Geile an YouTube, wenn du positive Bewertungen auf deine Videos kriegst und du machst alles für deine Abonnenten oder beziehungsweise das hat sich jetzt ein bisschen ordinär angehört. So habe ich das nicht gemeint. Ich habe gemeint, wenn du viel Arbeit in deine Videos einsteckst und dann kriegst du halt was zurück mit einem Like oder Kommentar und das gefreut einen auch. Das kann ich für jeden sprechen, dass einem das taugt. Aber es kommt halt auch immer darauf an, wie viele Abonnenten man hat, weil wenn man jetzt ein größerer YouTuber ist, hat man halt schon mehr Erwartungen von den Abonnenten, weil es mehr Abonnenten sind. Und ja. Aber das muss ich echt sagen, das ist echt ein Thema, wo man mal so drüber reden kann, so ein Dual-Commentary. Ja, warum die YouTube süchtig macht oder was die YouTube süchtig macht. Ich meine, ich habe sie gesagt, ich habe aufgehört mit YouTube und habe dann wieder angefangen. Das war einfach, ich tue einfach gern kommentieren und ich tue gern Leute unterhalten und ja, deswegen mache ich eigentlich YouTube. Und ja, so, habe jetzt noch welche Themen, sonst werde ich dann bald das Video beenden, weil zu lang darf es eh nicht sein wegen meiner Leitung. Okay, ich habe mir das mit den Abonnenten, habe ich gesagt. Das mit YouTube habe ich gesagt, genau, ein neues Projekt wird jetzt auch kommen, ich bin neugierig, ob es euch wieder gefällt. Ich muss halt immer was Neues ausprobieren, es ist so, ich möchte immer mehr Live-Commentaries machen und bei MC mache ich kein Live-Commentary, weil da kann es wirklich mal sein, dass ich ausrast.
Und das will, glaube ich, keiner leben. Ich muss sagen, ich schreie zwar nicht, aber ja, ich wollte es nicht wissen. Auf jeden Fall haben wir da schon wieder was überlegt. Das Spinner, die spüren sehr viel von euch, die was Zuschauer bei mir sind, spüren, glaube ich, sicher sehr viel Leute. Und ich bin neugierig, ob es euch gefällt. Und das war's eigentlich jetzt von meiner Seite aus. Jetzt wieder das Gameplay angefangen. Warum kannst du nicht vorher aufhören, Alter? Na, soll das ganze Gameplay jetzt noch weiter kommentieren? Ich glaube nicht, Leute. Ich glaube nicht. Nee. Nee, das mache ich nicht. Aber auf jeden Fall, ja, echt geil, Alter. 117 Abonnenten jetzt schon wieder. Ich vor kurzem erst 100 gehabt. Ich finde es echt geil und Alter. Was ich halt für Fails habe in meinem Commentary. Ich bin neugierig, wie es ausschauen wird, wenn ich MC5 auf Video werde. Alter, so wie Scheiße, Alter. So, jetzt nochmal langsam. Ich bin neugierig, wenn ich MC5 auf meinen Kanal hochlade, wie viele Abonnenten ich pro Tag kriege. So, jetzt habe ich es. Oder ob ich überhaupt einen Abonnent pro Tag kriege. Und ja, da bin ich echt schon neugierig, weil ich denke, wenn ich MC5 mache, dann wird mein Kanal echt gut steigen oder viele Abonnenten kriegen, weil MC5 dann einfach, ja, es wird geil. Ich kann's so sagen, es wird sicher geil. Weil Game läuft, was, wenn's das verkacken, dann verlieren so viele Fans, Alter. Und genau, der was nicht von euch weiß, MC5 heißt nicht Last War. Also es kann sein, dass noch MC6 kommt, Leute. Es könnte sein. Aber auf jeden Fall soll es angeblich Blackout heißen. Modern Combat 5 Blackout. Hört sich zwar nicht so schlecht an, aber ja. Last War hört sich geil an. Und ja, das wollte ich eigentlich auch noch dazu sagen, der was es nicht weiß. Sie haben es auf Facebook gepostet. Schaut sie mal bei Gameloft bei Twitter und Facebook vorbei, weil da könnt ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben. Und ja, so finde ich einmal ein paar Sachen heraus, was kommen wird und wann MC5 kommt und solche Sachen. Wo ist das nicht sagen, aber ja. Aber einfach solche MC5 News erfahrt man dadurch immer. Und ich bin echt schon gespannt, wie das Game werden wird, weil ich glaube echt, das wird das beste MC, was Game hat. Das wird, glaube ich, sogar MC3 übertreffen. Es gibt auch welche, die was MC2 lieber haben, gegen das habe ich auch nichts. Was bei MC2 nur extrem auf die Eier geht, sind die Granaten, die sind so overpowered, Alter. Na, jedes Mal, Alter, fliegt da so eine Granaten her, auf einmal, oh, ich sterbe mal ein bisschen. Ja, das ist mir das immer so anzufühlen bei MC2, deswegen habe ich es auch nicht lang gespürt. Ich meine, es hat nicht irgendeinen Skill lang gelegen, also das war es wirklich nicht, Leute. Ein paar Screenshots habe ich schon, wo ich erster war in der Lobby bei Frei für alle, denke ich, war das. Habe ich schon so auf 50 zu 10 oder so gehabt. Aber ja. Ich mag MC2 nicht. Auf jeden Fall. Boah, so jetzt das Game noch fertig kommentieren, Alter. Das kann ich nicht mehr verwenden fürs nächste Video. Boah, das ist aber viel zu lang schon. Das sind jetzt schon 9 Minuten. Ah, Leute, ich muss das abbrechen, Alter. Ich kann nicht länger. Das schafft meine Leitung nicht. Ich sag's euch, das geht nicht. Das geht nicht. Nein. Ja, was ich auch noch sagen kann. Was ich richtig geil finde, weil bei der PS4 ist ein Update gekommen, jetzt kann ich jetzt sogar bei der PS4 schon ganze Videos bearbeiten und alles Stimmen mit aufnehmen, das ist extrem geil. Du kannst schneiden und alles. Das ist extrem geil, muss ich sagen. Da haben es Microsoft einmal wieder schön, ja, wie kann man sagen, gefickt. ja, weil Microsoft, da kannst du 5 Minuten aufnehmen und bearbeiten kannst nichts dabei. Und ja, auf was ich mir auch schon gefreut ist, wenn bei der PS4 das kommen wird, dass du die PS3-Spiele zocken kannst, weil dann hole ich mir sicher Black Ops 2, das oder Black Ops 1, Zombie-Modus, oh, so geil. Auf jeden Fall, ja, das kennen wir auch gut, gell, das mit dem Akku immer, das ist extrem geil, wenn du in einem Zweikampf bist.
Da könntest du mal zu dem, wenn es da einen Chat gegeben hat, dann könntest du mal sagen, ey Digga, warte mal kurz, mein Handy hat da was. Und dann schießt du einfach hoch, das wär's dann. So, jetzt rede ich nur mal Scheiße, Alter. Ich muss das beenden, Leute. Ich werde das Gameplay dann gar nicht mehr verwenden am Schluss. Das ist mal. Ach, das. Ach. Auf jeden Fall, schaut bei mir bei Ringer und Twitter vorbei. Sonst gibt es ja nichts. Ah ja, genau, wegen einem Clan wollte ich noch sagen. Ich bin wieder drin im Clan, der was es mitgekriegt hat, dass ich ausgegangen bin. Ich habe ein paar Gründe gehabt und ja. Aber es hat sich jetzt alles behoben. Auf jeden Fall, ich bin dann jetzt raus, Leute. Ciao.